Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren DeFi Alpha Video hier auf meinem Kanal. Und diesmal geht es um Frax ETH, ein super neues Produkt. Es ist gestern erst gestartet und es hat die Chance, alle anderen Ethereum Staking Protokolle wie zum Beispiel Lido oder Rocket Pool einfach mal so vom Markt zu fegen. Und in diesem Video schaue ich mir an, was Frax ETH ist, was Frax ETH besser macht als die Konkurrenz und wie du jetzt direkt von Anfang an von Frax ETH profitieren kannst. Frax ETH, das kommt von Frax Finance und Frax Finance, das ist ja eher bekannt für den Stablecoin, den Frax. Und mittlerweile ist aber aus Frax Finance sehr viel mehr geworden als nur irgend so ein Stablecoin-Anbieter. Frax Finance hat seine Stellung im DeFi-Bereich monatelang super konsequent ausgebaut, dabei mehrere Produkte gelauncht, unter anderem Frax Swap und Frax Lend, hat die eigene Dezentralisierung vollständig durchgeführt und nach Mehrheiten an so Projekten wie Curve und Convex erworben. Und Frax hat damit jetzt ein gigantisches Instrumentarium von DeFi-Tools an der Hand und kann sich nun um eigene super innovative Projekte kümmern. Und eines dieser Projekte, das ist Frax ETH. Und Frax ETH ist erstmal einfach nur eine Staking-Lösung für Ethereum, so wie zum Beispiel Lido oder Rocket Pool. Und kurz gesagt, man kann bei Frax ETH am Ethereum-Staking teilnehmen, ohne dass man einen eigenen Server betreiben muss. Und außerdem braucht man auch keine 32 ETH Mindesteinlage und kann mit jeder noch so geringen Menge an Ether teilnehmen. Aber Frax ETH hat ein paar Eigenschaften, durch die sich Frax Finance sehr wahrscheinlich einen Marktvorteil verschaffen wird gegenüber der Konkurrenz im Staking-Bereich. Und diese Vorteile kommen aus genau dieser Zielstrebigkeit, mit der Frax in der letzten Zeit seine Stellung im DeFi-Bereich ausgebaut hat. Aber jetzt erstmal, warum sollte man seine Ether eigentlich überhaupt über irgendeinen Anbieter wie Lido oder Frax staken und nicht einfach über einen Exchange wie zum Beispiel Binance? Schließlich kann man da ja auch mit einem simplen Mausklick einfach staken und man kann auch mit jeder beliebigen Menge an Ether einsteigen. Weil die meisten Börsen noch keine Möglichkeit bieten, überhaupt zu unstaken. Und das liegt daran, dass eigentlich niemand, der einen Ethereum Validator betreibt, aktuell in der Lage ist, die dort gestakten Ether zu unstaken. Und die technische Möglichkeit, die gibt es dafür einfach noch gar nicht. Also kann Binance das auch überhaupt nicht anbieten und alle anderen Börsen letztendlich auch nicht. Dagegen Liquid Staking Anbieter wie zum Beispiel Lido oder Rocket Pool und jetzt auch Frax haben eine Möglichkeit entwickelt, wie man die Ether dennoch unstaken kann. Zwar ist das in der Regel mit ein bisschen Verlust verbunden, aber die Ether sind dann immerhin wieder flüssig, man kommt aus dem Staking raus und daher kommt auch der Name Liquid Staking. Frax Finance hat nun eine eigene Liquid Staking Lösung gelauncht und zwar vorgestern erst, also am 21.10.22. Und diese Lösung, die nennt sich FRX ETH oder auch Frax ETH genannt. Und ihr seid jetzt unter den Ersten, die sich das quasi gemeinsam mit mir anschauen. Die Staking Lösung von Frax besteht eigentlich aus zwei Tokens. Auf der einen Seite haben wir den Token Frax ETH. Und das ist ein Stablecoin, aber kein Stablecoin, der an den US-Dollar gebunden ist, sondern Frax ETH ist 1:1 an den Ether gebunden. Und das ist jetzt meiner Meinung nach total wichtig, dass man sich dieses Konzept richtig gut klar macht, weil hier liegt das eigentliche Alpha in diesem Video, also der Wissensvorsprung. Und nur wenn man das kapiert hat, dann kann man den Vorteil von Frax ETH richtig in Anschlag bringen und für sich nutzen. Und dabei ist dieses Prinzip dahinter so total simpel. Ich bin mir sicher, dass die allermeisten das erstmal einfach so übersehen werden. Also wichtig, Frax ETH ist ein Stablecoin, aber kein US-Dollar-basierter Stablecoin, sondern ein Ether-basierter Stablecoin. Und der erste wichtige Punkt ist also, Frax ETH hat erstmal überhaupt nichts mit Staking zu tun. Es ist einfach nur irgendein Token und diesen Token sollte man immer gegen einen echten Ether tauschen können und die Betonung liegt hier auf sollte, weil wie bei einem echten Stablecoin kann der Wert von Frax ETH durchaus mal vom
Ether leicht abweichen, wird aber dann im Idealfall immer wieder zur Parität zurückkehren. Und da merkt man eigentlich die Herkunft von Frax ETH, denn Frax Finance machte ja ursprünglich einen US-Dollar-Stablecoin. Und da liegt also die Kernkompetenz von Frax. Und der Frax ist ja einer der wenigen Stablecoins, die noch nie wirklich das Dollar-Pack verloren haben. Wenn man also einen Frax ETH hat, kann man ihn immer für ungefähr einen Ether einlösen. Und zwar durch einen einfachen Swap. Also ein super einfaches und mega mächtiges Prinzip, weil Frax ETH dadurch direkt tauschbar ist und kompatibel ist mit allen möglichen DeFi-Anwendungen. Uniswap, Curve, Aave, quasi alle DeFi-Plattformen können den Frax ETH aus dem Stand einbinden. Wo kann man jetzt so einen Frax ETH herstellen? Und das geht hier auf der Seite von Frax Finance. Hier links findet man den Bereich Frax ETH. Und hier beim Minting, da kann man die gewünschte Anzahl von Frax ETH herstellen. Man bekommt immer einen Frax ETH für jeden Ether, den man hier reintut. Und diese Ether, die man hier reingetan hat, die wandern direkt ins Ethereum Staking Protokoll und die kommen auch erst wieder raus, wenn das Unstaking von Ethereum unterstützt wird. Man kann also sagen, dass die Ether, die man hier reingibt, erstmal weg sind. Dafür bekommt man dann eben Frax ETH. Es gibt hier also auch wirklich keinen Unmint-Knopf oder sowas ähnliches. Und wie komme ich jetzt wieder an meine Ether ran? Und das geht, indem ich hier bei Curve die Frax ETH wieder umtausche in Ether und den Link zu dem Pool, in dem man das machen kann, die packe ich hier unten in die Videobeschreibung. Es gibt aber auch hier irgendwo auf der Frax ETH Website einen Link zu dem Pool. Jedenfalls früher oder später wird es hier dadurch ein Überangebot an Frax ETH geben, weil am Anfang wird es ja mehr Leute geben, die ihre Frax ETH wieder loswerden wollen und die Ether zurückhaben möchten. Und dadurch wird wahrscheinlich der Preis von Frax ETH leicht fallen. Und jetzt muss man sich mal überlegen, was passiert dann eigentlich? Und dann ist es natürlich günstiger, seine Frax ETH hier in diesem Pool zu kaufen, als den Token selber zu minten auf der Webseite von Frax Finance, weil bei Frax, da bekommt man immer nur einen Frax ETH für den Ether und hier bekomme ich ja dann für meine Ether mehr Frax Ether. Das heißt auf Deutsch, der Frax ETH ist unter Umständen hier billiger als bei Frax selber und dadurch wird sich der Pool früher oder später auch wieder in ein Gleichgewicht begeben und dann wird auch die Ether-Preisanbindung des Frax ETH wieder zur Parität zurückkehren. Also das heißt, ein Frax ETH ist dann wieder einen Ether wert. Und ihr habt euch jetzt bestimmt schon gefragt, wo eigentlich hier die Rewards bleiben und was das Ganze mit Staking zu tun hat. Hier ging es ja immerhin die ganze Zeit jetzt nur um einen Stablecoin. Und hier kommt eigentlich die ganze Genialität von Frax ins Spiel. Und das hier ist übrigens Jack Caudry, einer der Erfinder von Frax ETH. So sehen heutzutage Genies aus. Und falls ihr mal eins sehen möchtet, das hier ist ein Podcast, wo er Frax ETH vorstellt. Er geht ungefähr 2 Stunden. Ist wirklich Hardcore, Tokenomics, Spieltheorie, Wirtschaftswissenschaften, gepaart mit Programmierer-Genius. Super spannend. Link in der Videobeschreibung. Viel Spaß damit. Wenn ich bei Frax Finance am Ethereum Staking teilnehmen möchte, dann muss ich erstmal meine Frax ETH umtauschen gegen SFrax ETH. Dafür gibt es hier einen Smart Contract bei Frax Finance. Und wenn ich also meinen Frax ETH da reintue, dann bekomme ich irgendeine Menge an SFrax ETH in mein Wallet. Die Menge muss nicht 1 zu 1 sein. Das spielt überhaupt keine Rolle, wie viel man kriegt. Das wird in der Regel sogar weniger als ein SFrax ETH sein. Ist wirklich egal. Also angenommen, ich bekäme jetzt hier 0,9 SFrax ETH, weil ich meinen Frax ETH in diesen Smart Contract gegeben habe und jetzt habe ich also 0,9 SFrax ETH im Wallet und dadurch, dass ich das in meinem Wallet habe, nehme ich jetzt auch am Ethereum Staking teil und die Staking Rewards aus dem Ethereum Staking, die sammeln sich erstmal in diesem Smart Contract an. Also nehmen wir mal an, nach einer ganzen Weile kommen dann ungefähr 0,1 Frax ETH zusammen, die hier also anfallen an Staking Rewards. Und wenn ich jetzt also irgendwann mal sage, ich möchte aus diesem Staking wieder austreten, dann gebe ich meine 0,9 SFrax ETH, die ich in meinem Wallet habe, zurück an den Smart Contract und bekomme dann erstmal meine Einlage zurück. Und zusätzlich zu der Einlage bekomme ich dann eben auch die Staking Rewards in mein Wallet, also gleichzeitig in einer Aktion die Staking Rewards, die mir zustehen, anteilig zustehen aus dem Ethereum Staking. In diesem Fall wären es dann 0,1 Frax ETH und ich hätte also insgesamt 1,1 Frax ETH in meinem Wallet, wenn ich
aus dem Staking wieder austrete und damit dann auch meine Rewards erhalten. Und ob ihr es jetzt glaubt oder nicht, durch diese zwei super einfachen Prinzipien wird es Frax Finance mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit gelingen, viel bessere Staking APY, Staking Rewards zu bieten als jeder andere Staking-Anbieter und auch als jede Börse da draußen. Und wie geht das? Wie kann das sein? Ich meine, die können ja jetzt auch keine Ethereum Rewards aus der Luft irgendwie erzeugen. Und dafür habe ich jetzt hier mal ein Schaubild gemacht. Und in diesem Schaubild habe ich mal einfach die ganzen Teile zusammengestellt, die ich jetzt besprochen habe. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das Ganze zusammenarbeitet. Und zwar habe ich hier also auf der einen Seite mal, also links, das bin ich. Ich bin hier der Yield Farmer sozusagen. Und hier gibt es den Frax ETH Smart Contract. Und das ist ja quasi der Stablecoin. Und dann habe ich hier den SFRAX ETH Contract. Das ist ja der Staking Smart Contract aufgezeichnet. Und auf der rechten Seite sieht man jetzt das Ethereum Staking, also quasi das Proof of Stake Protokoll, mit dem Ethereum quasi Blöcke produziert und wo auch die Staking Rewards letztendlich herkommen. Und wenn ich jetzt also meine Ether hier bei Frax staken möchte, dann, das hier ist ein Ether, der hier quasi unter mir gezeigt ist, das ist das Ethereum-Symbol. Diesen Ether, diesen einen Ether, den möchte ich jetzt staken und dafür muss ich den erstmal in den Frax ETH Smart Contract reingeben. Und dieser Ether, der wandert dann sofort ins Ethereum Staking. Der wird also quasi, der nimmt also jetzt quasi am Ethereum Staking teil und verdient auch schon Rewards. Und dafür, dass ich das mache, bekomme ich ja dann also bekanntermaßen einen Frax ETH zurück. Das ist also letztendlich nichts anderes als ein Stablecoin-Swap. Ich kaufe mir einen Frax ETH, dafür bezahle ich mit einem Ether. Aber dieser Ether, der wandert jetzt ins Ethereum Staking und verdient da im Hintergrund schon Geld. Ich selber habe aber nur einen Swap durchgeführt. Und weil ich nur einen Swap durchgeführt habe und mir einen Stablecoin gekauft habe, habe ich an der Stelle noch überhaupt gar nichts mit dem Staking zu tun, um jetzt am Staking teilzunehmen, muss ich erstmal hier meine Frax ETH in den SFRAX ETH Smart Contract, in den Staking Smart Contract reingeben und dafür bekomme ich dann eben einen SFRAX ETH und sobald ich diesen SFRAX ETH in meinem Wallet habe, bekomme ich ja auch Staking Rewards, das habe ich ja gerade gezeigt, also solange man SFRAX ETH in seinem Wallet hat, sammeln sich quasi in diesem Token die Rewards an und erst jetzt habe ich meinen Ether gestaked. Vorher habe ich mir einfach nur einen Stablecoin gekauft. So, jetzt während das ganze Staking läuft, sammeln sich also beim Ethereum Staking Rewards an. So, das passiert also jetzt nach und nach mit der Zeit. Und dadurch, dass ich im Staking drin bin, habe ich jetzt auch einen Anspruch auf einen Teil dieser Rewards, nämlich den Teil, der meiner Einlage entspricht. Was ist jetzt, wenn jemand anders kommt und auch Ether staken möchte? Und ich habe jetzt hier einfach mal diese Staking-Teilnehmerin hier genommen und die möchte also jetzt gerne auch einen Ether staken, beziehungsweise sie möchte einen Ether in diesen, möchte einen Frax ETH haben. Und das heißt, sie hat also auch einen Ether in ihrem Wallet, den gibt sie in den Frax ETH Contract und natürlich wandert auch dieser Ether direkt ins Ethereum Staking rein. Das heißt also, ab jetzt verdient nicht mehr ein Ether Rewards, sondern ab jetzt verdienen zwei Ether die Staking Rewards. Und dafür bekommt sie quasi auch einen Frax ETH in ihr Wallet. Und diese Frau hier, die entscheidet sich jetzt, nicht zu staken, die hat sich jetzt anders überlegt, sondern sie macht stattdessen mit dem Frax ETH irgendetwas anderes. Zum Beispiel tut sie diesen Frax ETH in den Curve Pool rein, den ich eben gezeigt habe, weil eventuell ist ja diese Stelle hier attraktiver, bietet irgendwie eine bessere Gelegenheit, was mit dem Frax ETH zu machen, als das Staking, höhere APY oder ähnliches. Und weil dieser Frax ETH ja auch nur ein Stablecoin ist, kann sie den ja in jedem beliebigen DeFi-Protokoll einsetzen, könnte den swappen gegen irgendwelche anderen Tokens, könnte den ins Lending-Protokoll bei Aave geben, wenn das unterstützt wird und beleihen oder ähnliche Sachen. Also es gibt viele Gründe, aus denen jetzt man einfach die Frax ETH nicht staken möchte, sondern wo man die, aus denen man quasi die Frax ETH anders einsetzen möchte. In diesem Beispiel ist es hier dieser Curve Pool. Dann wandert dieser Frax ETH also in den Curve Pool rein. Und dadurch hat sie
nichts gestaked, weil sie hat ja nicht ihren Frax ETH in den S-Frax ETH Smart Contract gegeben. Sie hat auch keine S-Frax ETH in ihrem Wallet, sondern sie hat einfach irgendwas anderes mit den Frax ETH gemacht. Das heißt auch, sie bekommt natürlich keine Rewards, weil sie ja nicht am Staking teilnimmt. So, und jetzt sammeln sich hier rechts quasi im Ethereum Staking weiterhin Rewards an, aber diesmal nicht für einen Ether, sondern für zwei Ether. Das heißt also, die Rewards, die hier reinkommen, sind mehr geworden. Die Geschwindigkeit, mit der Rewards hier angesammelt werden, die steigt dadurch, weil jetzt einfach zwei Ether hier drin sind. Und weil ich jetzt der Einzige bin, der hier quasi Ether gestaked hat, bekomme ich auch alle Rewards, auch von den Ether, die sie hier reingetan hat, weil ich bin ja nun der Einzige, der hier eben quasi am Staking-Protokoll teilnimmt. Das heißt also, alle Rewards gehören jetzt mir und das heißt automatisch, dass ich mehr APY kriege als vorher, obwohl sich die Anzahl der Ether, die ich hier stake, überhaupt nicht geändert hat. Und das wird also jetzt, wenn man, das ist jetzt ein sehr vereinfachtes Bild, aber man kann sich vorstellen, dass es immer eine Menge von Leute geben wird, die Frax ETH nicht staken werden und andere, die sie staken werden. Und die Rewards von diesen Leuten, die Frax ETH nicht gestaked haben, deren Rewards gehen also an die Leute, die gestaked haben. Dadurch erhöht sich die APY und das ist ein gigantischer Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Staking-Anbietern, die das Prinzip mit dem Stablecoin nicht machen. Warum sollte jemand jetzt eigentlich so doof sein und seine Frax ETH nicht staken? Immerhin verschenkt er ja seine ganzen Rewards jetzt an andere Leute. Und da muss man sich einfach mal überlegen, unter anderem gibt es ja diesen Pool hier bei Curve, der dazu dient, dass man Frax ETH wieder zurücktauschen kann in Ether. Dieser Pool ist super, super wichtig für Frax, weil ohne diesen Pool kann man Frax ETH nicht mehr zurücktauschen. Und deshalb muss Frax irgendwie dafür sorgen, dass dieser Pool immer richtig schön voll ist und muss diesen Pool möglichst attraktiv machen. Aber wenn das Staking bei Frax mehr APY bringt als dieser Pool hier, dann wird da einfach keiner irgendwas einzahlen. Also ist Frax darauf angewiesen, dass Curve hier mehr APY bietet als Frax selber beim eigenen Staking. Also wenn es beim Staking, sagen wir mal, 6% gibt und hier dann bei Curve 10%, dann würde man ja eher seine Frax ETH hier bei Curve staken. Und dann geht bei Curve natürlich irgendwann die APY runter, weil hier immer mehr Leute reingehen. Und gleichzeitig geht dann aber die Staking APY bei Frax hoch, weil ja immer weniger Leute ihre Frax ETH staken und die Rewards sich dann auf weniger Leute verteilen bei Frax. Und das Ganze wird sich logischerweise irgendwann in einem Gleichgewicht einpendeln und die APY vom Frax Staking wird quasi indirekt durch die Curve Rewards geboostet. Die Frage ist jetzt natürlich, warum sollte Curve ausgerechnet diesen Pool hier mit Rewards versehen? Und da trifft es sich gut, dass Frax einer der größten Hodler von Convex Tokens und auch von Curve Tokens ist. Und das Thema ist jetzt eigentlich ein bisschen zu ausführlich für dieses Video, aber mal ganz grob gesagt, hier bei Curve gibt es ja diese Pools und diese Pools, die bekommen Curve Tokens als Rewards. Und welcher Pool wie viel Rewards bekommt, das bestimmt die Community durch Voting. Und man sieht hier also, aktuell bekommt der Frax ETH Pool noch überhaupt keine Rewards. Und das liegt daran, dass das ganze Voting bei Curve noch läuft. Das ist einfach ein mehrstufiger Prozess. Das dauert ein paar Tage bis zu zwei Wochen. Jedenfalls durch die Mehrheit bei Convex und dadurch auch indirekt durch eine große Voting-Macht bei Curve hat Frax jetzt quasi die Möglichkeit, diesen Frax ETH Pool hier mit Curve und Convex Rewards zuzuschmeißen. Und das wirkt sich natürlich dann irgendwann auf die APY aus, die wird steigen und dann fließen hier in diesem Pool nach und nach auch Frax ETH rein und die fehlen dann beim Staking bei Frax selber und dadurch steigt die APY beim Frax Staking und die wird dann auch sehr schnell die APY bei Binance oder bei anderen Anbietern überflügeln. Und ich rechne jetzt damit, dass hier im Laufe der nächsten Wochen, vielleicht sogar im Laufe der nächsten Tage, so eine Art Gleichgewicht entstehen wird zwischen dem Frax Staking und dem Curve Pool. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass man bald an einer der beiden Stellen, vielleicht sogar an beiden Stellen, eine APY von fast 20% bekommen wird, ist auf jeden Fall drin. Frax will das neue Produkt erstmal richtig fett auf dem Markt etablieren und das Ethereum Staking komplett neu aufrollen. Also von meiner Seite her ran an die Rewards und rein in Staking bei Frax Finance. Und genau das werde ich jetzt auch nach und nach in den nächsten Wochen machen. Also was ist jetzt hier meine Strategie?
Erstmal finde ich es super wichtig zu erwähnen, dass das alles ja noch sehr neue Technologie ist und dass eine ganze Menge schiefgehen kann. Wird natürlich spannend, hier auch diese ganze Spieltheorie mal zu beobachten, wie das Ganze hier so ausgehen wird. Und deshalb starte ich aber momentan erstmal nur mit einem kleinen Betrag und schaue mir erstmal an, wie das hier funktioniert und ob das Ganze hier richtig gut funktioniert. Solange der Curve Pool hier noch keine Rewards abwirft, packe ich natürlich meine Frax ETH bei Frax Finance in Staking rein, um mir quasi die Rewards zu sichern. Und ich schaue mir natürlich regelmäßig den Curve Pool an und sobald hier die APY attraktiv genug ist, wechsle ich vielleicht. Und wenn ihr das auch machen wollt, braucht ihr das übrigens nicht selber zu machen, nicht selber zu beobachten. Abonniert einfach meinen Kanal, drückt auf die Glocke. Ich mache hier ein Update, sobald es da was Neues gibt. Und ich schaue hier übrigens auch nicht bei Curve direkt nach, sondern ich schaue bei Convex nach den Pool Rewards, weil Convex auf die Pools bei Curve aufsetzt, aber eine viel höhere APY bietet, als wenn man direkt bei Curve staked. Aktuell gibt es den Pool hier bei Convex noch nicht, aber irgendwann wird er hier irgendwo auftauchen und dann kann ich hier irgendwie auch staken. Einfach die Sache mal im Auge behalten oder, wie gesagt, einfach meinen Kanal abonnieren. So, und das war es jetzt auch schon für den Moment von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte ja einigermaßen verständlich machen, warum ich Frax ETH so genial finde und natürlich auch, wie ihr jetzt als einer der Ersten davon profitieren könnt. Und wenn ihr Fragen dazu habt, dann schreibt die einfach in die Kommentare. Ich habe bisher noch jeden einzelnen Kommentar beantwortet und das ist natürlich der Vorteil, wenn der Kanal noch so klein ist. Ich würde mich aber dennoch freuen, wenn sich mein Content auch ein bisschen rumsprechen würde. Jetzt erstmal wünsche ich euch jedenfalls eine angenehme Woche. Alles Gute, bis bald, euer Nett.